Österreich ist hier jetzt bei uns am Start. Das nächste Pferd, da ist es. Nikolaus Erdmann sitzt im Sattel und er hat mitgebracht Vienna. 14-jährig ist sie, diese KWPN-Stute, eine Tochter des Sandro Hitt, aus einer Jet-Set-Mutter gezogen und im Besitz von Dr. Hans-Joachim Erdmann. Das war aber ein zackiger Gruß hier zum Start von dem Nikolaus Erdmann. Der hat schon so ein bisschen Erfahrung hier. Der war schon dabei bei Europameisterschaften und zwar schon als Junior, damals noch im Sattel von Weltjuwel, ist dann in die junge Reiteraltersklasse sozusagen gesprungen und hatte einen neuen Top-Partner und das war Danny Wild. Mit dem war er dann 2006 und 2007 dabei bei den Europameisterschaften. 2007 dann das letzte Mal als junger Reiter und hat es direkt geschafft, 2009 auch ins österreichische EM-Team bei den Senioren-Europameisterschaften in Windsor. Da sehen wir die Piaffe von der Machart genau, wie sie verlangt ist. Sehr auf der Stelle, diagonales Abfußen. Kleines Aber ist eigentlich ein großes Aber, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn der Takt ist das höchste Gut, das ist das allererste. Und da war das doch alles so ein bisschen verzögert. Ne? Wenn er es jetzt schafft, da noch mehr Fleiß und Rhythmus in den Takt zu kriegen, das wäre natürlich klasse. Schön im Vorwärts. Ja, da wird man jetzt gern sagen, Mensch, Vienna, du kannst das doch. Sei stolz da drauf und zeig das noch etwas stolzer ins Erhabene gesprungen, die fliegenden Wechsel. Guck mal, die machen das hier alles sehr sicher, sehr fließend. So, und jetzt ist die große Aufgabe,
ne? Da müsste sie jetzt sagen, okay, alles klar, kann ich zack hinten tragen und vorne ins Bergauf. Sie sind relativ flach unterwegs vom Bewegungsablauf her. Und dadurch kommt da nicht so der Riesenausdruck rein, bei dem man dann sagen würde, boah, das war eine 8. Ja, schnell rum, ne? 6 bis 8 Galoppsprünge. Ich meine, das war ein bisschen knapp. Etwas größer angelegt, dafür aber wirklich die 6 Galoppsprünge gezeigt. Sowohl in der Trab- als auch in der Galopptour vielleicht ein klein wenig eilig. Guck mal, jetzt stimmt das Seitenbild. Ne? Jetzt trägt sie sich ein bisschen schöner und jetzt muss sie hinten noch runter. Jawohl, jawohl, jawohl. Gut, gut, gut. Guck mal. Schön durch den Körper mitgenommen, die Bewegung. Ne? Das ist das, was eine Piaffe wirklich dann qualitätvoll macht, wenn der Körper mitmacht. Und ich meine, hier war jetzt auch der Takt sehr viel schöner beibehalten. Eine ganz, ganz ehrliche Mitmachstute hat er da. Das ist Vienna gewesen unter dem Sattel von Nikolaus Erdmann. 14 Jahre, diese niederländische Tochter von Sandro Hitt. Das offizielle Ergebnis lautet 64,63%. The official result for Yvonne Losses Demonis, 64.63%. Und das Ergebnis von Nikolaus Erdmann wird gleich da sein. Wir haben 7 Reiterinnen und Reiter in diesem Consolation Grand Prix, meine Damen und Herren. Die nächste Reiterin kommt aus Italien. Wir begrüßen Stefan Marzipan mit Vancouver. Das heißt, der nächste Reiter kommt aus Italien, Stefano Marzipan mit Vancouver. Und hier ist das Ergebnis von Nikolaus Erdmann, Österreich. Richter bei H 67,20, Richter bei C 66,20. Dabei 66,70, das sind 66,70%. Vorläufig die Führung für Nikolaus Erdmann. Mit der Gesamt von Nikolaus Erdmann vom Austria 66,70%. Der 5. Starter hier heute Morgen in diesem Consolation.